Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Factorio Bob's Angels Mods, wo mir eine Sache sehr schmerzlich aufgefallen ist, die wir noch ziemlich dringend brauchen. Blei. Wir brauchen noch reines Blei, reine Bleiplatten. Sollte recht zügig gehen, aber müssen wir halt nochmal schnell machen. So. Ja, wir brauchen einfach Blei. Weil Blei, für Batterien nämlich. Was irgendwie Sinn ergibt, natürlich. Also, heute glaube ich nicht mehr so stark, aber früher Batterien halt haben viel Blei enthalten. Und ich sage einfach mal, wir packen das hier daneben. Nicht super hübsch, aber naja, ich brauche mehr Ziegel. Hey. Mehr Steinziegel. Ach du meine Güte. Ein Blast Furnace. Ein Induction Furnace. Eine Casting Machine erstmal. Und um Blei zu schmelzen, brauchte man Sauerstoff, ne? Ja. Haben wir ja quasi schon vor Ort. Muss ich halt nur irgendwie da reinpfriemeln. Und produziert auch wieder Abwasser? Nee, Schwefeldioxidgas, genau. Diesen Tank hier können wir jetzt abreißen. Hey! Immer einer K. Guck. Das geht doch. So. Ja, das packe ich einfach direkt daneben und glaube ich auch auf genau das gleiche Förderband. Weil ich es kann. Nicht unglaublich hübsch, aber wir machen das. Schwefel. Wir können auch Schwefelbarren aus Carbon und Schwefel. Oxid machen. Ah, okay. Ja. Ne, machen wir es erstmal ganz simpel. Danach können wir die Produktion, glaube ich, relativ easy erhöhen. Pickup. Drop. Ne, da habe ich irgendwie Mist gebaut. So. So, ja. So, dann der Induction Furnace. Und die Casting Machine. Da. Und der Barren, das hier muss mal ein bisschen umgeleitet werden. Ah ja, Silizium ist das, richtig. Dann machen wir hier Bleiplatten, dann machen wir hier geschmolzenes Blei, wo ist es? Da ist es. Und da haben wir das schon eingerichtet. Und dann müssen wir hier nur noch... Ah, das wird jetzt ein bisschen eklig mit den Rohren hier zu hantieren, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Ja, machen wir hier. Na. Ja, und dann kommt hier einfach ein Inserter hin. Der den Offset so gesetzt hat. Sauerstoff noch. Okay. Backpump läuft. Jetzt noch die Abgase. Im Prinzip sind sie ja wirklich Abgase. Und sie sind sogar ziemlich eklig. Schwefeldioxidgas ist, glaube ich, nicht sehr nett. Das ist ziemlich ekliges Zeug. Jetzt komme ich da nicht mehr. Hä? Bin ich da nicht gerade erst noch durchgelaufen? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es in Factorio geht. Dass man halt Einbahnstraßen bauen kann. Ich dachte, das gibt's nicht. Naja, okay. Dann lernt immer was Neues. Ich finde es nicht gut, dass ich das gelernt habe, aber ich lerne es. So. Blei. Ja, wir brauchen nämlich... Ja, wir brauchen für die Batterien Blei. Ich habe mir gerade zwischen den Folgen angeguckt, was mache ich eigentlich als nächstes? Und die Antwort ist, ich mache Mathe. Fangen wahrscheinlich mit den Batterien an.
wir dann auch, glaube ich, ganz gut klären können, ob ich noch irgendwas mit der... ob ich da noch irgendwas mit der Ölverarbeitung machen muss. Dann können wir zum ersten Mal Plastik benutzen und so. Ist schon, glaube ich, nicht schlecht. So, das heißt, wir werden jetzt unseren ersten Ölverbraucher tatsächlich bauen. Nämlich Batterien. So, und Batterien sind an sich nicht so komplex. Wir brauchen Plastik, wir brauchen Blei und wir brauchen Schwefelsäure. Ja, okay. Beim Auflösen des Bleis in Schwefelsäure entstehen anscheinend, werden dann anscheinend Elektronen frei, würde ich jetzt mal raten. Batterien ist schon eine Weile bei mir her, seit der Schulzeit. Aber so in etwa wird es wahrscheinlich funktionieren. So. Ich bin erstaunt, dass es kein Kupfer drin ist, aber naja. Schwefelsäure haben wir. Plastik. Wo kommt unser Plastik gerade in die Fabrik? Oder kommt es noch gar nicht in die Fabrik? Ich dachte, ich hätte dafür schon Förderband gebaut. Aber vielleicht täusche ich mich. Wo baue ich überhaupt Plastik? Da. Okay. Ah ja, genau. Süß. Aber ausbaubereit. Ja, das können wir relativ einfach ausbauen. Ich glaube, das war genau... Genau, das haben wir wahrscheinlich genau dann gebaut, als sich das Rezept für Förderband kurzzeitig geändert hat. Und ich dann nicht mehr genug Förderband hatte, um alles Mögliche zu bauen. Nee. Ich könnte das Förderband mit den Katalysatoren teilen, aber will ich das? Das ist so die große Frage. Weil Plastik werden wir schon irgendwann in relativ großen Mengen verbrauchen. Jetzt erstmal noch nicht. Ein Plastik pro Batterie war das, glaube ich. Das geht noch. Aber später... Ah, Plastik. Ist überall drin. Ziemlich wichtiges Zeug. Ich werde gleich noch mehr Förderbänder brauchen. Bin ich mir absolut sicher. Unsere Fabrik ist halt einfach ziemlich groß. Seit Railroad, ne? Große Entfernung. Aber alles nicht so schlimm. Wir haben die Rohstoffe, um sowas zu bauen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ne, so. Das ist ein bisschen besser. Genau, Bronze. Achso, das habe ich noch gar nicht richtig fertig gemacht. Bronze soll hier hin. Und dann kommt das Plastik nämlich auf den nächsten, auf die nächste Lane hier unten. Hier hin. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Platz lassen. wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, hoffe ich reicht erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Lanes ich brauche. Kann es jemand sagen? So in etwa Pi mal Daumen. Aber naja, gut. Dann muss ich diese Dinger jetzt auch noch bis zum Ende durchbauen erstmal. Was habe ich denn da gemacht? Ah, da habe ich die raufgepackt. Yeah, dann muss ich das kurz umbauen. Okay. Ein Hoch auf Victoria und darauf, dass alles so schnell geht. So. Nämlich die Bronze von hier. Keine Ahnung, wofür wir Bronze noch alles brauchen. Ich bin ja mal, what is it really used for, fragen. Wir können Rohre aus Bronze machen. Fastloader braucht noch Bronze. Okay. Finde ich eigentlich gut, die Bronze Pipe to Ground Dinger, Dönse. Steht hier gar nicht, wie weit die reichen. Steht hier gar nicht mehr. Finde ich nicht gut.
Steht da nicht mehr, wie weit die Untergrundrohre reichen. Das war eigentlich immer ganz nett. Ja, ich schätze mal, dass wir die Plastikproduktion noch erhöhen müssen. Aber das können wir ganz einfach machen. So. Batterien. Ich schätze mal, damit fange ich jetzt hier an. Batterien, Batterien, Batterien. Plastik und Blei. Eigentlich ziemlich simpel. Das sind die einzigen... Oh, Förderband. Richtig. Das sind die einzigen festen Stoffe, die wir da reingehen müssen. Und dann kommt da halt noch Säure rein. Fertig. Ziemlich simpel. Können sogar wahrscheinlich beides auf einen Förderband packen. Was ich jetzt deutlich lieber tue, jetzt wo wir halt Filtersplitter haben, das ist so mega praktisch. Oh, right. Output. Right. Lead plate. Okay, dann kommt rechts nur Blei raus. Hätte ich tatsächlich noch weiter da bauen können. Egal. Das ist nicht so schlimm. Und hier kann dann Plastik dazukommen. Da wird dann später ein Splitter reinkommen, aber muss ich jetzt ja noch nicht bauen. Und wo werden Batterien gebaut? In Chemiefabriken anscheinend. Okay. Resource Petrochemical. Hier. Chemical Plant. Und wir gleich. Puh, wie schnell ist denn das Rezept? 5 Sekunden. Ew. Übertreibe ich es gleich. 1, 2, 3, 4. Batterien brauchen wir womöglich später einige. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber schon in Vanilla. Also in Vanilla braucht man ja ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich viele. Für Science, für Robots. Für Energies, also hier für die großen Batterien, falls man halt auf Solarstrom geht. Da braucht man dann ja wirklich sehr viele von. Schnarch. Hey, wunderbar. Wahrscheinlich baue ich die einfach so, wie ich das gerne mache. Ach da, Batterien. So. Oh, ich habe aus Versehen auf X gedrückt. Leichte Verwirrung meinerseits. So, und jetzt müssen wir nur noch Schwefelgas hier bringen. Also Schwefelsäure. Ist das dann Schwefelgas? Nee, ist gar nicht einfach nur Schwefelsäure in flüssiger Form. Nur, oh Gott, einmal durch die ganze Fabrik ziehen. Weil das Zeug produzieren wir hier drüben. Ich weiß noch nicht, ob das Lager mit unserem Schwefelvorrat inzwischen alle ist. Vielleicht? Ja, wir haben 2.500 Kupfer auf Lager. Gott, das wird eine schön lange Pipeline. Ist größtenteils leer. Wunderbar. Unschön. Liegt ein Schwefel im Weg. Na toll. Gut, genau. Schwefelsäure wird hier produziert, aber wir haben noch
Doch, wir haben ja einen Output. Nee, oder? Doch, ja. Hä? Ah, da ist es angeschlossen. Verstehe. Ah, okay, ich habe das nur als Seitenreservoir. Okay, verstehe. Hier ist ein Rohr, in dem nichts drin ist. Ach, das ist das Mineral Sludge Zeug. Okay. Gut, wir müssen jetzt irgendwie... Hier sind wir, wir müssen hier hin. Oh. Ich würde sagen, das Einfachste ist tatsächlich hier südlich lang zu gehen und dann da einmal nach oben zu gehen. Ich glaube, das ist das Beste und Ordentlichste. Einfach nur, weil wir dann nicht wirklich durch die ganze Fabrik gehen, sondern wenigstens ein bisschen Ordnung halten. Dieses schöne Geräusch. Davon können wir ja alle nicht genug hören. Machen wir hier mal auf. Hey, nee, what? Reicht nicht. Okay, dann so. Okay, ein bisschen unnötig, aber hey. Wir haben es ja. Wir haben mehr als genug Steine, um Rohre zu bauen. Ich habe sogar so das Gefühl, dass wir tatsächlich noch mehr Steine tatsächlich in Sludge verarbeiten sollen. Was ja auch hilfreich sein kann für den Vorschlag, den ich aus den Kommentaren bekommen habe. Dass man das ja ähnlich machen könnte wie beim Ölcracking und so. Und halt einfach den Mineral Sludge in die Erze umwandelt, die man gerade am meisten braucht. Was, wenn ich so, also wenn man es mir einmal so sagt, natürlich absolut Sinn ergibt. Also es ist sogar das absolut Sinnvollste, was man überhaupt machen kann. Ich habe nur wirklich einfach nicht dran gedacht. Und warum zum Teufel... ja, okay. Mhm. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe das genau falsch rumgebaut. Ja. Output Priority Left kommt... Lad... Or. Nee, auch nicht. Ja, es geht gar nicht so. Mist. Okay, dann muss ich mir gleich noch was anderes überlegen. Schande, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Unkonzentriert. Es geht schon mit Splittern. Ist nur ein bisschen aufwendiger. Was ein bisschen doof ist. Was wir machen, ist, wir sagen hier, splitten wir das Zinn nach rechts ab. Das heißt, hier ist nur noch Blei. Und was wir dann machen, ist hier einen zweiten Splitter zu haben. Und hier das wieder zusammenzuführen. Ist ein bisschen schräg. Hier sortieren wir im Prinzip das Zinn raus. In Anführungsstrichen. Teilen es hier auf, also splitten halt nur das Zinn. Und dann führen wir halt die eine Seite des Clips splitten Zinn wieder mit dem Blei zusammen. Es ist doof. Ja, es ist nicht so schön. Aber es ist besser als mit Filter-Insertern. Definitiv. Wir hätten dann auch hier den komischen Kram mit den schräg gedrehten Underground Belts machen können, aber nee. Davon will ich tatsächlich langsam wegkommen, weil das. Es ist schräg. Es ist sehr, sehr schräg. Es ist eigentlich nicht so hübsch. Was habe ich jetzt eigentlich so? Ach ja, Rohre. Mann! Wenn man über sowas stolpert, dann erstmal... Muss ich erstmal reparieren. Okay. Und dann wieder runter da. Ich sollte hier, glaube ich, wirklich alles mit Steinen zu tapezieren. Hm.
Ah, okay. Da ist der Anschluss. Ups. Ich habe ja irgendwo auch ein Auto stehen. Können wir natürlich auch mal benutzen. Na. Okay, hier sind wir richtig. Also jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie basteln wir das hier am blödesten rein? Ich mache das natürlich so ganz gerne. Das wird jetzt sowieso nicht ganz richtig sein. Soweit würde ich sagen. So. Und. So. Hüpf, hüpf. Und dann wette ich, habe ich in ein, zwei Kurven immer noch die Verbindungsstücke vergessen. Das heißt, wir müssen nochmal die Strecke lang gehen. Rohre bauen. Gemacht. Das ist schon mal vorbildlich. Boah, wir produzieren echt so viele Edelsteine, heilige. Noch genug Platz? Müssen wir bald was machen. Soll ich mir vielleicht auf die To-Do-Liste schreiben? Hier fehlt's. Ah, okay. Aber, keine Radarabdeckung. Der ideale Zeitpunkt für einen Schluck Tee. Echt Blue Science zu produzieren ist ein ganz schöner Akt. Das ist echt. Ich glaube, wenn man so viele neue Systeme einfach bauen muss dafür, man muss halt Erdöl produzieren und das zu Plastik verarbeiten, man muss Bronze reinschaffen, man muss irgendwie Blei produzieren. Okay, das kriegt man noch hin, Bronze muss man auch noch machen, es ist ziemlich viel neues Zeug einfach. Okay, jetzt brauchen wir noch Strom. Und dann müsste es jetzt eigentlich losgehen, ne? Ja, Batterien. Hey, Batterien. Wow. Hat fast eine ganze Folge gedauert. Ja. Nächster Punkt. Engine Units. Engine Units produzieren wir im Prinzip ja schon. Diese Produktion müssen wir nochmal wahrscheinlich irgendwie verfünffachen. Wenn wir ausreichend Engine Units produzieren, weil Engine Unit Produktion ewig dauert. Vielleicht gucke ich auch mal im Netz, ob es irgendwelche schönen Layouts gibt für Engine Units, weil das hier ist relativ ineffizient. Rohre sind extrem schnell produziert, Zahnräder sind sehr, sehr schnell produziert. Wahrscheinlich ist das Clevere hier Folgendes zu tun. Ja, toll. Ah, weg, 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 aus, böse, nein. Meine Idee war eigentlich folgende. Pack da jetzt mal die ganzen Erze rein, die nerven. So, folgendes. Ich will davon eine und davon eine. Die hier macht... wo ist es? Zahnräder. Und die hier macht Rohre.
Ein Rohr. Zwei Rohre pro Sekunde, so rum. Und zwei Iron Gear Wheel pro Sekunde. Brauchen wir wahrscheinlich Fast Inserter. Und die packen wir auf dem Förderband. Nein, das ist zu viel. Da machen wir ein Offset drauf. Was wir dann machen können, ist den hier. Und dann können wir ja einige Produktion, einige Assembling Machines bauen, die daraus Motoren machen. Die verbrauchen doppelt so viel Iron Pipe wie Iron Gear Wheel. Und zwar ein Fünftel pro Sekunde, wir produzieren zwei pro Sekunde. Das heißt, theoretisch können wir 10 betreiben. Tatsächlich. Ja, ich glaube, wir können 10 Assembling Machines 2 mit Motoren betreiben. Die werden vielleicht da stehen bleiben, diese, solche Kisten. Und wenn ich Bots habe, werde ich sie abreißen und dann irgendwie ins System leiten lassen. Es ist nicht so schön, aber ja. Hat mich gerade genervt. Wir können so viel produzieren. Ich glaube, wir werden es irgendwann brauchen, weil Motoren sind ja in allen Robots drin, ne? Weil man muss daraus noch Elektromotoren machen. Wo ist die Kiste jetzt hin? Ne, habe ich nicht eine Kiste gepasst? Ach, da. So, das war der Plan. Hab ich auch nicht. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Warte. Das brauche ich auch nicht. Hier. Vielleicht irgendwann mal. So. Genau, jetzt kommt hier das Output-Förderband. Das heißt, ich brauche hier noch mehr Inserter. Die dann alle auf Long-Handed Inserters gehen. Ja, Blödsinn. Ah, nein, jetzt habe ich da Mist gebaut. Puh. Pickup, Drop. Pickup, Drop. Copy, Paste, Paste, Paste. Copy-Pasting hat sowas deutlich einfacher gemacht. So, und jetzt noch ein paar Haufen Strommasten. Und dann müssten wir es haben. Da müssen dann gleich haufenweise Motoren rausgeschossen kommen. Yay, Motoren. Brauchen wir auch für Science, ne? Puh. Ich glaube, ich mache dann hier auch erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Folge wieder ein, wenn wir endlich mal unseren Electronic Circuit Boards wagen, denn alles andere haben wir. Wir haben Batterien, wir haben Engine Units, wir haben Bronze Plates. Jetzt fehlen nur noch die Electronic Circuit Boards. Das müssen wir auch ziemlich groß aufziehen. Das wird eine ziemlich große Produktion. Wir werden sie auch nämlich an anderen Stellen brauchen, das weiß ich schon. Also, bis dann.